Wir alle tragen, statistisch gesehen jedenfalls, am Ende des Jahres einen 16 Tonnen schweren Rohstoffrucksack mit uns herum. In diesem Rucksack stecken Aluminium, Kupfer, Zink, Nickel, Lithium und vieles, vieles mehr. Das allermeiste davon importieren wir aus dem Ausland. Aus der Demokratischen Republik Kongo, aus Malaysia und vor allem aus China. Über die gefährliche Abhängigkeit von China und die politischen und wirtschaftlichen Zusammenhänge haben wir in der vergangenen Episode schon gesprochen. Und diesmal geht es um konkrete Lösungen und den Weg raus aus der Abhängigkeit. Denn eigentlich lässt sich der Großteil unserer Rohstoffe recyceln. Wie das geht und woran es im Moment noch scheitert, hört ihr in dieser Folge. Ich bin Christian Bollert. Schön, dass ihr zuhört. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Schauen wir mal genauer auf Lithium. Denn Lithium steckt nicht nur in jedem unserer Smartphones, sondern in so ziemlich allen Technologien, an denen eine CO2-neutrale Zukunft so hängt. Ohne Lithium gibt es keine E-Mobilität, keine Speichertechnologien für erneuerbare Energien und keine Digitalisierung. Enorm viele Leute suchen gerade intensiv auf der ganzen Welt nach Lithiumvorkommen. Manche sprechen gar von einem Goldrausch. Dabei hat Lithium, wie die meisten mineralischen Rohstoffe, einen entscheidenden Vorteil. Es lässt sich beliebig oft recyceln. Das Lithium aus unseren alten Handys könnte beispielsweise ohne Qualitätsverlust als nächstes in der Turbine einer Windkraftanlage verbaut werden. Zumindest in der Theorie. Das haben wir ja vergangene Woche schon kurz mit der berühmten Handyschublade, die viele von uns haben, besprochen. Leider sieht es im Jahr 2024 in der Praxis noch ein bisschen anders aus und das liegt nicht an unser aller Handyschubladen. Die Professorin Christina Dornack leitet das Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft der Technischen Universität Dresden und sitzt im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Abfallwirtschaft. Seit 4 Jahren berät sie die Bundesregierung in Umweltfragen und macht sich deshalb auch dazu Gedanken, wie wir Rohstoffe wie Lithium, Kobalt und Co. recyceln können. Und ich sage hallo und herzlich willkommen im Podcast, Frau Dornack. Ja, hallo Herr Bollert, ich freue mich hier zu sein. Wir Deutsche gelten ja im Klischee als Weltmeister im Joghurtbecher mit Plastikmüll recyceln. Bei den mineralischen Rohstoffen sieht es aber nicht so gut aus, ne? Ja, die Frage kriege ich oft gestellt, wie gut wir sind im Recyceln. Und oft ist die Frage auch so mit so einem Negativ-Touch belastet und das möchte ich eigentlich ein bisschen widerlegen. Wir sind tatsächlich ziemlich gut. Wir haben viel erreicht in der Recyclingwirtschaft. Wir sind eines der Länder, was für verschiedene Stoffströme sehr hohe Recyclingquoten hat. Ne? Sie haben den Joghurtbecher genannt. Also da sind wir bei Verpackungen, gerade bei Glas und Papier, ist der Altstoff, also das Altpapier oder das Altglas, sind die wichtigsten Rohstoffe für die Herstellung neuer Produkte. Bei Plastik ist das ein bisschen ambivalent. Das liegt natürlich an der Qualität der Produkte. Und bei anderen Stoffen, da haben Sie recht, da haben wir auch noch Lücken nach oben. Schauen wir uns die mineralischen Stoffe an, Baurestmassen. Da haben wir zwar eine hohe Recyclingquote, schauen wir uns das genauer an, geht sehr viel in der Verfüllung und nicht wieder in den Bau von neuen Gebäuden oder so etwas. Das liegt zum einen daran, dass die Akzeptanz fehlt für solche Stoffe. Das liegt zum anderen daran, dass Primärrohstoffe zu billig sind. Da sind wir ja auch so ein bisschen am Überlegen, ob wir nicht empfehlen, so etwas wie eine Primärrohstoffsteuer, einfach um das anzureizen, dass mehr Recyclingstoffe eingesetzt werden, gerade bei Stoffströmen, wo wir nicht zufrieden sind mit der Recyclingquote und. Aber wir haben uns auch ein hohes Gut geschaffen in der Qualitätssicherung von Recyclingstoffen. Dass wir halt sagen, gerade bei Baurestmassen, wenn wir das jetzt wieder in ein neues Gebäude bringen, wir wollen eine Grundwassersicherheit haben, da gibt es zahlreiche Tests, die dafür sorgen, dass es zum einen etwas teurer wird, zum Teil schwieriger ist, Recyclingbaustoffe zu verwenden und so weiter. Ja, das ist so eine Gratwanderung. Ne? Was macht man? Aber solange wir nur für Recyclingbaustoffe, ich bleibe jetzt kurz bei den Baustoffen, nur für Recyclingbaustoffe diese Qualitätskriterien erfüllen müssen und die ganzen Nachweise erfüllen müssen und für Primärbaustoffe nicht, dann gibt es ein gewisses Ungleichgewicht. So wollen wir das mal sagen. Und an solchen Projekten arbeiten wir. Ja, und Sie haben auch die anderen Sachen angesprochen, wie das, was in unseren elektronischen Geräten ist, die ganzen Metalle, die wir haben. Da ist es halt genauso. Es ist relativ günstig, diese zu beschaffen. Und wenn wir uns das Smartphone anschauen, was Sie so schön genannt haben, da haben wir eben einen Materialwert, der unter 1 Euro liegt. Das heißt also, wir brauchen schon ordentlich viele Smartphones oder ordentlich viele Kleinelektronikgeräte, um an eine relevante Menge heranzukommen, um das zu recyceln. Und da hat die Wirtschaft vielleicht auch 2 Dinge getan. Einmal haben sie ihre Auflagen erfüllt, Rohstoffe sparen, Dünnschichttechnologien, wenig Rohstoffe einsetzen. Das ist ganz wunderbar.
Das ist aber natürlich für das Recycling am Ende, für die Stoffmenge, die wir aus den einzelnen Produkten herausbekommen, ist das an der Stelle schlecht. Das kann man nicht anders sagen, weil es immer nur über Stoffmengen geht. Ja, darüber müssen wir uns den Kopf machen. Ja, klingt so. Aber könnte man denn trotzdem pauschal sagen, dass zum Beispiel Lithium sich genauso einfach, sage ich jetzt mal so salopp, recyceln lässt wie ein Joghurtbecher? Nee, so einfach ist es eben nicht, sonst wird man es ja tun. Also so einfach ist es nicht. Schade. Ja, sehr schade. Lithium hängt eben mit vielen anderen Stoffen zusammen. Also wir haben eine sehr hohe Stoffvielfalt, gerade in elektronischen Geräten, sodass wir hier eine Trennung durchführen müssen, die metallurgische Prozesse voraussetzen. Und bei metallurgischen Prozessen sind wir eben, wie schon gesagt, bei sehr großen Stoffmengen. Und das muss sich lohnen, an diese müssen wir rankommen. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wir hören immer wieder von Bränden in Anlagen, die auch durch Lithium-Ionen-Batterien verursacht werden, durch unsachgemäße Entsorgung, das muss man ganz klar sagen, von diesen Batterien. Von daher ist das tatsächlich schwierig, hier eine Recycling-Schiene so aufzubauen, dass sie arbeitsschutztechnisch sehr sicher ist, dass sie ökologisch und ökonomisch wirklich Sinn macht. Und da sehe ich auch die Politik in der Pflicht, sowas mit zu unterstützen. Inwiefern? Ich hatte schon gesagt, also so etwas wie eine Primärrohstoffsteuer da einzusetzen, ist immer die Frage, wie rum geht man ran? Ne? Sagt man, man möchte anreizen, da bin ich großer Fan davon, dass man halt so eine Belobigungsgeschichte ausruft, oder bestraft man die, die zu viele Primärrohstoffe einsetzen oder so etwas? Und man kann da verschiedene Gedankenexperimente machen. Ich glaube, einige sind auch gut davon, gar keins durchzuführen, ist das Schlechteste, was wir tun können. Ne? Und wir haben beim CO2 haben wir einen Zertifikatehandel. Man könnte auch versuchen, eine Mindestquote an Recyclingstoffen einsetzen zu lassen und da vielleicht auch über Zertifikate etwas umzugehen. Also jetzt mal zugespitzt, zum Beispiel ein Drittel der neuen Sachen müsste aus Recycling kommen. Könnte man sowas sich überlegen? Oder? Genau. Sowas könnte man sich überlegen. Man kann das natürlich nicht über alle Stoffströme machen, weil die Papierindustrie lacht und sagt, super, haben wir. Ne? Und das muss man also stoffspezifisch schon sehr deutlich machen. Und man muss es auch dort tun, aus meiner Sicht, wo es sich lohnt. Also man muss dort agieren, wo man Erfolge verzeichnen kann. Ne? Also wir haben diesen großen Stoffstrom der Baurestmassen, und dort einen Schritt nach vorn zu gehen und dort zu sagen, wenn wir hier wirklich es schaffen, einen Großteil wieder als Recyclingmaterial einsetzen zu können, haben wir schon eine sehr viel höhere Recyclingquote insgesamt über alle Stoffströme und haben da große Erfolge erzielt. Und dann gibt es halt noch ein paar Stoffe, wo man das vielleicht auch wirklich gut anreizen kann, einige Metalle, wo man das auch gut zum Erfolg führen kann. Und daran können wir zum einen lernen, das sind dann diese Positivbeispiele, um uns auch an schwierigere und kniffligere Sachen ranzumachen. Also um es mal zu verkürzen, die Baureststoffe würden sich deutlich mehr lohnen, als in alle Handyschubladen zu gehen. Irgendwie im Prinzip ja. Ja, also noch mehr lohnt sich, das muss ich jetzt machen, den Punkt, noch mehr lohnt sich natürlich, so ein Handy so lange wie möglich zu verwenden und gar nicht erst dafür zu sorgen, dass wieder ein neues Telefon eingesetzt wird. Das haben wir uns beim Sachverständigenrat mal angeschaut in unserem Gutachten umweltgerechtes Verhalten. Da haben wir drei Fallbeispiele genommen, wie es funktionieren kann, umweltgerechtes Verhalten zu fördern. Und beim Smartphone, das war das Beispiel, wo wir gesagt haben, wir müssen ungefähr alle 2-3 Jahre eine Entscheidung treffen. Kaufen wir uns ein neues Smartphone oder nehmen wir unser altes weiter? Lassen wir uns einen neuen Akku einfach nur einbauen? Nehmen wir die Splitter-App runter oder was auch immer wir dann mit dem Smartphone machen, nur um länger zu nutzen. Und da haben wir geschaut, beim Smartphone ist es so, dass die Herstellung die meisten Umweltwirkungen verursacht und der Gebrauch des Smartphones dann quasi nicht mehr. Das ist bei größeren elektronischen Geräten, die wesentlich höhere Energieverbräuche haben, ist das ein bisschen anders. Aber beim Smartphone lohnt sich es echt, das einfach zum Beispiel doppelt so lange zu verwenden, um hier eine deutlich geringere Umweltwirkung zu haben. Und das ist natürlich der beste Weg, den wir gehen können. Produkte so lange wie möglich zu nutzen, dann vielleicht nochmal aufzuarbeiten und dann vielleicht erst zu recyceln, die Stoffe. Christina Dornack, Expertin für Abfallwirtschaft, im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Wir sprechen in dieser Folge noch über Möglichkeiten, endliche Rohstoffe wie beispielsweise Lithium und Kobalt zu recyceln, aber eben auch tatsächlich die Frage, wo fängt überhaupt Recyceln an und was hat das mit dieser Kreislaufwirtschaft so auf sich? Frau Dornack, Sie haben es gerade schon angesprochen, es ist vielleicht noch effizienter, Dinge länger zu benutzen. Wir haben jetzt dieses berühmte Handybeispiel und die Handyschublade genannt. Dazu muss man tatsächlich ja sagen, Sie beschäftigen sich auch mit Kreislaufwirtschaft. Recyceln ist erst ganz, ganz am Ende oder fast ganz am Ende. Ne? Also da kommt vorher noch viel mehr.
Genau so ist das. Also das kann man nur immer wieder betonen. Es gibt ja diese 10R-Strategien, ne, oder diese 10Rs, die eben bei Rethink halt anfangen. Also wo wir halt als erstes sagen, wir müssen irgendwie darüber nachdenken, brauchen wir überhaupt neue Produkte oder wie müssen die aussehen dann, sodass sie möglichst gut verwendet werden können. Also dieses Umdenken, das Reduzieren, das Wiederverwenden, das Reparieren, das Überholen, das liegt alles vor dem Recycling. Und darüber müssen wir wirklich nachdenken. Und deswegen ist Kreislaufwirtschaft etwas, was nie allein stehen kann, sondern was immer mit den Herstellern, den Produkterzeugern gemeinsam gedacht werden muss. Und jetzt muss ich aus meiner eigenen Erfahrung als Forscherin und Lehrstuhlinhaberin inzwischen seit 9 Jahren sprechen, dass am Anfang bei uns an der TU Dresden wurden Projekte initiiert. Wir haben Projektscouts, die haben versucht, verschiedene Disziplinen zusammenzubekommen. Und da wurde ich immer mit als Recyclerin oder Abfallwirtschaftlerin oder Kreislaufwirtschaftlerin, wie auch immer ich in dem Moment genannt wurde, dazugesetzt. Dann hat jeder erzählt, was er für ein tolles neues elektronisches Produkt macht und was für einen neuen Roboter da hergestellt wird und sowas. Und dann durfte ich vorstellen, was ich so tue. Und dann sage ich immer, ja, wir sorgen halt so ein bisschen dafür, dass es recyclingfähig ist und so. Und dann war immer so sehr viel Stille auf der anderen Seite. Also wir waren immer ein bisschen die Spielverderber an der Stelle, wo ich die ganzen schönen, tollen, neuen Verbundprodukte gesagt habe, naja, passt aber hier mal ein bisschen auf, dass das und das geht. Also wir waren nicht gemocht. Und jetzt hat sich das komplett gewandelt und das ist was Großartiges, was gerade passiert ist. Und es läuft ja vom Bund wieder diese Exzellenzinitiative der Universitäten. Und wir sind jetzt mit unserem Exzellenzcluster, wo es um nachhaltige Elektronik geht, in die Endrunde gekommen. Das heißt also, wir dürfen den Förderantrag jetzt schreiben und wir versuchen dort wirklich neue elektronische Produkte, die auch aus neuen Materialien bestehen, so zu gestalten, dass sie in erster Linie lange nutzbar, wiederverwendbar sind und wieder recyclingfähig sind dann hinterher. Also wir haben da verschiedene Arbeitspakete oder Arbeitsbereiche, die das beinhalten. Und die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, ohne euch kriegen wir das Cluster sowieso nicht durch, ihr seid uns wirklich wichtig. Und das ist das Wichtigste, dass wir wirklich vorne anfangen mit den neuen Produkten. Das heißt ganz konkret wirklich beim Produktdesign. Ganz genau, beim Produktdesign und schon beim Nachdenken darüber und vielleicht auch bei dem Gedanken zu sagen, auf wie viel Performance in einem Produkt kann ich vielleicht sogar verzichten zugunsten der Nachhaltigkeit. Also zugunsten dessen, dass ich es eben viel länger nutzen kann und so weiter. Also brauchen wir wirklich diese höchste Leistungsform, die uns eben in der Nachhaltigkeit einiges kaputt machen könnte. Da gibt's ja auch beispielsweise Handy. Jetzt haben wir viel über Handys geredet. Leute, die sagen, naja, eigentlich ist die Technologie ja relativ ausentwickelt, ne? Also dementsprechend könnte man ja sagen, man muss jetzt vielleicht nicht mehr noch ein paar Megapixel auf die Kamera draufpacken, sondern man kann auch so ein langlebiges Handy produzieren. Genau, man kann so ein langlebiges Handy produzieren oder man kann Handys so produzieren, dass es zum Beispiel niemals an einem Software-Update hapert, sondern dass die Hardware so gestaltet ist, dass eben über die nächsten 10, 15, 20 Jahre, das ist natürlich sehr weit nach vorn geschaut, wenn wir 20 Jahre zurückschauen und die Handys von damals anschauen, okay. Aber dass wir vielleicht wirklich sehr, sehr lange nach vorn denken, was auch Software-Updates betrifft, die dann eben lange genutzt werden können. Und es wird auch nach wie vor kurzlebige Produkte geben müssen. Ne? Wir leben ja nicht auf einer Insel der Glückseligen und wir müssen uns schon oder wollen uns auch der Realität stellen oder sind Teil der Realität, ganz klar. Aber bei kurzlebiger Elektronik kann man auch darüber nachdenken, dass man sie eben dann abbaubar gestaltet. Ne? Also dass sie dann zum Beispiel in einen Prozess gehen kann, dass sie das organische Material dann abgebaut wird und damit auch nachhaltig produziert wird, weil es eben organisches Material ist, was eben in den Kreislauf zurückgeführt wird. Also das sind alles Gedanken, die wir in dem Cluster verfolgen wollen. Und jetzt drücken Sie uns mal die Daumen, dass das klappt. Stichwort Kreislauf und Kreislaufwirtschaft. Sie beraten ja auch die Bundesregierung genau in diesen Fragen. Fehlt denn aus Ihrer Sicht in Deutschland der politische Wille, Rohstoffe stärker zu recyceln oder sind wir da eigentlich auf einem ganz guten Weg? Ja, sowohl als auch. Also ich glaube, der politische Wille ist da. Und Kreislaufwirtschaft, dieses Wort ist inzwischen in aller Munde. Das ist auch ein Erfolg, muss ich schon sagen. Darüber hat man früher vielleicht ein bisschen gelächelt oder hat gesagt, die hier in der Dreckecke mit dem ganzen Abfallzeug, die wollen wir alle nicht. Aus der sind wir tatsächlich raus. Also Kreislaufwirtschaft hat so ein bisschen Glanz bekommen und es funktioniert vieles dabei. Aber wenn es dann in die konkreten Details geht, wenn es darum geht, Kosten, sag mal, zu verteilen oder so etwas zu tun,
dann fehlt aus meiner Sicht noch die letzte Konsequenz. Also wie können wir nachhaltige Kreislaufwirtschaft tatsächlich umsetzen? Und die Bundesregierung ist ja gerade dabei, eine nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie zu erarbeiten, wo es auch um verschiedene Stoffströme und verschiedene Branchen geht. Wie können die nachhaltiger werden in Bezug auf Kreislaufwirtschaft auch? Und da müssen wir sehen, da sind unglaublich schlaue Gedanken drin, soweit ich das kenne. Da müssen wir aber sehen, dass wir in eine gute Umsetzung am Ende kommen. Das heißt also, dass auch wirklich hinterher es Verantwortliche gibt, die für die Umsetzung dann stehen an der Stelle. Da bin ich gespannt, wie das tatsächlich passiert. Und auch ein bisschen skeptisch? Ja, das kam so raus, ne? Ja, also ich bin natürlich ein optimistischer Mensch und denke, dass da vieles passieren wird. Und wir sollten uns Zeit geben, das wollte ich sagen. Wir sollten uns Zeit geben dafür, die Dinge auch umzusetzen. Dieser Wandel, den wir vorhaben, der ist eine wirklich große Transformation und der braucht halt auch Zeit. Und wenn wir die Leute jetzt sagen, hier, wir haben jetzt keine Zeit mehr, Erdüberlastungstag, 2. Mai, um Gottes Willen, wir müssen da wirklich jetzt was tun und heute und morgen muss da ganz viel passieren. Ich glaube, das ist nicht zielführend. Und da nehme ich gerne das Beispiel eben aus der Abfallwirtschaft heraus. Wir hatten 1991 die Verpackungsverordnung, die eben zum ersten Mal gesagt hat, der eine Verpackung in Umlauf bringt, ist auch für deren ordnungsgemäße Entsorgung zuständig. Und das hat, ich sag mal so 15, 20 Jahre gedauert, bis wir in Deutschland ein sehr gut funktionierendes Abfallwirtschaftssystem haben, mit einer getrennten Sammlung, mit einem Recycling-System, was weltweit ziemlich weit vorn liegt und so weiter. Und das hat was mit Bewusstseinswandel zu tun. Und die Transformation, die wir jetzt vorhaben, die ist aus meiner Sicht viel größer. Und wenn wir da sagen, das wollen wir jetzt irgendwie in den nächsten 3 bis 5 Jahren oder in der nächsten Legislaturperiode, um mal die Politik wieder anzusprechen, durchprügeln, dann werden wir sicher scheitern. Und das wäre einfach schade. Dann bleiben wir doch mal beim Zeitaspekt. Die Europäische Union hat ja gerade ein Gesetz verabschiedet, das dafür sorgen soll, dass mehr kritische Rohstoffe direkt in den Mitgliedstaaten recycelt werden. Das Ziel ist da, bis 2030, also in 6 Jahren, mindestens 1/4 unseres Rohstoffbedarfs durch Recycling zu decken. Ist das dann aus Ihrer Sicht schon unrealistisch? Nein, ich glaube nicht, dass es unrealistisch ist. Ich glaube, das kann man schaffen. Ich glaube, technologisch sind wir da schon relativ weit. Es gibt immer noch Lücken. Entweder bei verschiedenen Stoffen oder bei verschiedenen Recyclingquoten, die wir haben können. Aber es ist aus meiner Sicht zu schaffen. Aber es muss ganz klar der politische Wille da sein. Und wir haben diesen Critical Raw Materials Act verabschiedet. Das war auch ein Akt. Ne? Also diese Kreislaufwirtschaft stand am Anfang nicht so stark drin, wie sie jetzt doch drin verankert ist. Das ist gut so, dass es da nochmal einen Schub gegeben hat. Aber wir haben natürlich auch insgesamt einen globalen Handel. Und da müssen wir aufpassen, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit behalten und dass wir aber auch wirklich in der EU diese ganze Geschichte stärken. Also da begebe ich mich jetzt auf Glatteis, da bin ich nicht zu Hause. Aber das ist was, was im Auge behalten werden muss. Und ich kann daran nur appellieren, aber nicht mitarbeiten. Christina Dornack sagt das. Sie beschäftigt sich an der TU Dresden mit Fragen der Kreislaufwirtschaft. Frau Dornack, dann bleiben wir trotzdem so ein bisschen mal noch auf der europäischen und vielleicht auch sogar auf der Weltbühne. Denn wenn man so guckt im Rohstoffverbrauch pro Kopf, ja, da liegt Deutschland so ungefähr 30% über dem globalen Durchschnitt. Kann man einschätzen, wie wir damit international liegen? Aus Ihrer Sicht eher gut, eher schlecht oder ganz okay? Also wir sind da schon, wie Sie sagen, ziemlich weit vorn und das ist nicht gut. Also das ist ganz klar nicht gut. Wir wissen aber auch, dass es einfach so ist, dass je höher das Bruttoinlandsprodukt ist, desto höher ist auch die Abfallerzeugung. Ne? Desto mehr sind wir in der Lage, uns Dinge zu kaufen, zu leisten. Damit entstehen auch mehr Abfälle, damit entsteht auch mehr Rohstoffverbrauch. Also das sind Fakten, die wir haben. Wir haben ein bisschen was entkoppeln können. Ne? Also Wirtschaftswachstum von Abfallentstehung haben wir einigermaßen entkoppeln können. Aber es ist dennoch so, dass bei dem hohen Bruttoinlandsprodukt auch eine hohe Abfallentstehung ist. Wenn wir uns den Erdüberlastungstag anschauen, der ja jetzt vor kurzem erst war für Deutschland, das war der 2. Mai, da sind wir wirklich sehr weit vorn. Der weltweite Erdüberlastungstag wird der 25. Juli sein, so wie er ausgerechnet ist. Der kommt noch, genau. Und ich hatte jetzt gerade eine interessante Diskussion, wo gesagt wird, wenn wir uns als Deutschland mal ein bisschen abducken und irgendwie im Mittelfeld landen würden, wäre das schon ziemlich erfolgreich. Das stimmt auf der einen Seite, aber ich sagte schon, die Randbedingungen sind eben noch ein paar andere. Und wir wissen auch, dass die Superreichen natürlich den größten Rohstoffverbrauch haben an der Stelle. Also da gibt es auch wirklich Prozentzahlen, wie viel Prozent der Reichen dann wie viel Anteile am Ressourcenverbrauch haben. Und das ist wirklich ganz und klar enorm.
Und da kann man auf unser Suffizienzgutachten verweisen, da steht dazu ein bisschen was drin. Das heißt also, wir müssen da Anreize zu schaffen, an diese Stoffströme dort ranzukommen, von den wenigen Leuten das zu machen. Denn das diesen vielen, etwas ärmeren Menschen aufzudrücken, den Ressourcenverbrauch zu reduzieren, das führt deutlich zu sozialen Spannungen. Und die wollen wir natürlich auch vermeiden. Also wir haben auch eine soziale Verantwortung, hier mit zu decken. Und ja, da fehlen uns noch schlaue Strategien. Deswegen haben wir auch das Papier zur Suffizienz geschrieben, dass wir sagen, es ist eine Einladung zur Diskussion. Wir müssen diese Diskussion führen. Und da drin steht auch, wenn wir nicht wissen, wie wir nicht nachhaltig geworden sind, dann wissen wir auch nicht so gut, wie wir aus der Misere rauskommen sollen. Und da ist, wie gesagt, diese große Transformation schon erforderlich, die bei jedem Einzelnen stattfinden muss. Das heißt, wir sind aber auch noch ein Stück weit in der Analyse, um es mal so zu sagen. Wir sind noch ein Stück weit in der Analyse. Und weil Sie vorhin gefragt hatten, ob die Politik da wirklich so dahinter steht oder nicht dahinter steht, das sind so Dinge des täglichen Lebens im Nachhaltigen, wo wir sagen, ist das denn richtig, funktioniert das denn so gut? Wir haben jetzt so ein wunderbares 49-Euro-Ticket, wo wir viele Leute in den öffentlichen Verkehr bringen müssen, wo natürlich auch die öffentliche Infrastruktur entsprechend ausgebaut werden sollte. Dann passieren eben solche Dinge, dass so ein Bahnstreik nicht abgewendet werden kann. Mann, da könnte ich mich ärgern, einfach für dieses blöde Timing, weil wir da eben so vielen Leuten recht geben, die sagen, siehste, kannst du doch nicht machen. Und das ist jetzt was aus dem täglichen Leben, hat nichts mit meinem Abfallwirtschaftsleben zu tun, aber das ist auch etwas, was wir natürlich auf Ressourcenverbrauch, Rohstoffverbrauch dann mit runterbrechen können. Wenn wir sehr gute Angebote haben, Dinge aufzuarbeiten oder zu reparieren, dann kommen wir auch einen ganzen Schritt weiter. Und dieser politische Wille, der ist gerade bei diesem Reparaturbonus, den wir ja in einigen Städten und Ländern eingeführt haben, sehr gut zu sehen. Da gab es den Reparaturbonus in Thüringen, wo er zuerst eingeführt worden ist, ziemlich erfolgreich. Dann hat ihn auch Leipzig gemacht und andere Städte. Sehen Sie mir bitte nach, dass ich jetzt gerade die Städte nenne, aus denen ich so ein bisschen näher komme. Leipzig hat es gemacht, hat sogar noch mal einen Nachschlag geholt als Förderung, weil das so ein Erfolgskonzept war. Und dann hat tatsächlich ganz Sachsen nachgezogen. Also das hat mir wunderbar gut gefallen. Und auf Bundesebene ist der Reparaturbonus eben, soviel ich jetzt weiß, nicht geplant, weil es halt unglaublich hohe Kosten verursacht und weil das Kosten sind, die sicherlich nicht koalitionsfähig sind. Und so viel zum politischen Willen. Also ich glaube, er ist schon ein bisschen da, aber wenn er zu teuer ist, ist er eben auch vielleicht wieder weg, weil es auch andere Aufgaben gibt. Ich will das ja nicht nur negativ reden, aber es wäre schon schön, wenn er kommt. Gleichzeitig stehen wir ja aber auch insgesamt, sage ich mal, wenn man auf so einer, ja, ich sag mal Vogelperspektive auf das Thema guckt, vor so ein bisschen einer paradoxen Situation, weil wir wollen sozusagen ja klimaneutraler wirtschaften und brauchen dafür wiederum diese kritischen Rohstoffe und eigentlich sogar immer mehr davon. Also haben Sie dafür eine Lösung? Nein, ich habe dafür keine Lösung. Wunderbar wäre das, wenn wir sie hätten. Ja, gerade das Beispiel Elektromobilität zeigt uns unseren Hunger an, sagen wir, an Metallen, an Materialien, die dafür erforderlich sind. Und wenn wir das einfach mal hochrechnen, nur für Deutschland Elektromobilität auf dem jetzigen Stand der Anzahl der Fahrzeuge durchzusetzen, dann bräuchte es schon mehr als die größte Mine weltweit, die wir nur für Deutschland und nur für diesen Zweck errichten können. Und das ist einfach ein Riesenproblem. Das heißt also, dieser Wandel muss mit einhergehen mit einem etwas nachhaltigeren Angebot, das wir auch haben. Und wir müssen uns da nichts vormachen. Wir sind ja alle in einem gewissen Komfortbereich am Start. Das heißt also, wenn ich sage, es gibt gerade ein tolles Angebot, eine billige Bohrmaschine, dann kaufe ich mir die, weil ich gerade 3 Löcher in die Wand bohren will. Und sich diese Bohrmaschine jetzt als hochwertiges Produkt zu leihen und die für die 3 Löcher zu verwenden und dann wieder zurückzugeben oder abholen zu lassen, muss letztlich genauso einfach sein, wie dass ich in meinen Keller gehe und mir diese Bohrmaschine hochhole. Und das ist, glaube ich, das könnte ein Schlüssel zum Erfolg sein. Denn diese Billigbohrmaschine, die ich kaufe, die hält eben, ich sag mal, 8 Stunden bohren und die hochwertige hält eben 8000 Stunden bohren. Und da sind wir schon deutlich besser im Ressourcenverbrauch. Da sind wir dann doch wieder auch beim Thema Kreislaufwirtschaft und eben nicht nur recyceln, sondern in verschiedenen Situationen überlegen, wo kann Sharing und andere Modelle vielleicht auch ein Lösungsansatz sein? Genau so ist das. Und da gibt es ja schon viele Sachen. Da gibt es so Apps wie nebenan.de, wo einer sagt, Mensch, kann mir jemand das und das ausleihen? Das bräuchte ich jetzt nur für ein Wochenende. Ich will mir das nicht kaufen. Das sind schon wunderbare Sachen, die aber häufig auch Privatinitiativen sind. Und was immer wieder erwähnt wird, und auch ich erwähne, ist eBay. Also wo man dann Dinge, die man jetzt selber vielleicht nicht mehr braucht, dann weitergeben kann. Sei es für einen schmalen Taler, sei es geschenkt, aber es wird einfach nicht weggeworfen und jemand nutzt es an der Stelle weiter. Gibt natürlich auch andere Kleinanzeigenportale, aber ja, genau. Sorry. Ja. Nee, alles gut. So, ich habe auch meinen Komfortbereich genannt, deswegen ist es doch häufig eBay gewesen. Genau. Ja.
Was macht Ihnen denn in der Arbeit der letzten Jahre am meisten Mut, dass wir das schon schaffen werden? Mir macht es Mut, dass viel mehr Menschen über Kreislaufwirtschaft sprechen. Am Anfang habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich sage, jetzt kommt jetzt hier jeder daher und spricht das Wort Kreislaufwirtschaft und hat keine Ahnung davon. Das ist ein bisschen weg, der Ärger. Manchmal ist er noch da, das gebe ich zu. Aber er ist ein bisschen weg, weil es einfach jetzt in aller Munde ist und weil wir wissen, dass wir hier was tun müssen und weil das damit zu einer Normalität wird und damit dann auch in der Umsetzung kommt. Und das haben viele Unternehmen inzwischen auch eine Vision Zero Waste, eine Zero Waste Strategy, wie auch immer das alles heißen mag, das ist völlig egal, aber überlegen sich, wie können wir hier mit den Rohstoffen sorgsam umgehen? Zum einen, weil sie teuer sind, aber zum anderen, weil dieses Nachhaltigkeitslabel auch wichtiger wird für die Unternehmen und wir eben auch immer wieder gefragt werden. Und mich freut auch besonders, dass ich zum Beispiel 3 Doktoranden bei Audi betreuen darf, die sich mit Zirkularität befassen. Und das ist wunderbar, dass das eben jetzt auch ein großes Automobilunternehmen auf der Fahne stehen hat. Also ich bin mir sicher, dass von den anderen großen Automobilunternehmen es auch Doktoranden gibt. Die sind noch eben nicht bei mir, sondern vielleicht bei Fachkollegen. Ja, möglicherweise. Mercedes, BMW, Volkswagen, wie sie alle heißen. Genau. Die Professorin für Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Christina Dornack, im Brand 1 Podcast beim Podcast Radio Detektor FM. Ich sage vielen Dank für diesen Einblick in das Recyclingpotenzial von Rohstoffen und generell in die Kreislaufwirtschaft. Ich danke Ihnen. Sehr angenehmes Gespräch war das. In der aktuellen Ausgabe der Brand 1 findet ihr ab Seite 56 einen Text zum Recyclingpotenzial von kritischen Rohstoffen mit dem Titel Ewiger Kreislauf. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. In der von mir am Anfang erwähnten ersten Folge unseres Schwerpunkts zum Thema Rohstoffe ging es ja um die Versorgungssicherheit und die Rolle von China. Und wenn ihr die noch nicht gehört haben solltet, dann scrollt in eurem Podcatcher einfach mal nach unten oder schaut auch in die Shownotes. Dort und im begleitenden Online-Artikel bei Detektor FM findet ihr den entsprechenden Link. Und damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst, könnt ihr dem Brand 1 Podcast natürlich auch folgen. Bei Apple Podcasts zum Beispiel, indem ihr in der Suchfunktion Brand 1 eingebt, den Brand 1 Podcast anwählt und oben rechts dann auf das Plus klickt. Und wenn ihr euch besonders dafür interessiert, wie die deutsche Energiewirtschaft sich gerade transformiert, dann lege ich euch noch einen Detektor FM Podcast ans Herz, nämlich Nach der Kohle von meiner Kollegin Joanna Voss. Sie begleitet darin Menschen aus dem mitteldeutschen Revier beim Kohleausstieg. Ein wirklich besonderer und sehr, sehr hörenswerter Podcast. Hört da also gerne mal rein. Diesen Podcast hier gibt's wie gewohnt auch nächste Woche. Ich bin also auch am kommenden Freitag logischerweise und sehr gern wieder für euch da. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Katja Stamm. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.